So, wird geladen. Moin Leute, was geht? Mein Name ist Jürgen Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu Überlebenskampf und heute zu dem Video, wo glaube ich der erste YouTuber wirklich darüber spricht, was ein YouTuber wirklich verdient. Und zwar wirklich centgenau. Ich werde wahrscheinlich jetzt sofort aus AdSense gelöscht. Ich habe jetzt nur alle meine Videos entmonetarisiert. Ne? Ich verdiene jetzt keinen einzigen Cent mehr mit YouTube. Aber nach diesem Video wird mich Google sowas aus diesem Programm schmeißen. Das gibt's gar nicht. Weil ein YouTuber nicht darüber reden darf, was ein YouTuber wirklich verdient. Und mir ist das jetzt sowas von scheißegal. Ihr wisst ja, dass ich alle meine 800 Videos entmonetarisiert habe. Und habe natürlich erstens mal schockierte Blicke bekommen. Erstmal haben die Leute gesagt, oh du spinnst, wie kann man das nur machen? Werbung stört mich nicht und so weiter. Ich möchte es einfach nicht haben. So, aus dem Grund. Was verdient ein YouTuber wirklich? Es ist so, es gibt zwei Kategorien von YouTuber. Kleine YouTuber und große YouTuber. Die kleinen YouTuber müssen erstens mal keine Steuern bezahlen, da sie unter einem sogenannten Freibetrag liegen. Wie hoch dieser Freibetrag ist, kann man nicht genau sagen. Es gibt Leute, bei denen liegt der Freibetrag bei ca. 8000 Euro und bei manchen ist der niedriger. Es ist erstens mal so, dass YouTuber Steuern bezahlen müssen. Und das fängt schon ab kleinsten Summen an. Wer täglich 15.000, 20.000 Klicks hat, jeden Tag ein Video hochlädt mit 20.000 Klicks, wenn ein YouTuber 5, 6, 8, 10 Dollar einnimmt am Tag, lass mich mal anders reden. Jetzt rede ich wieder hier so komisches Zeug. Verdient ein YouTuber circa 10 bis 15 Dollar am Tag oder 10 bis 15 Euro, dann kommt er im Jahr auf jeden Fall, muss er auf jeden Fall Steuern bezahlen. So. Steuern müssen bezahlt werden. Das Finanzamt kommt eines Tages und das Finanzamt kommt. Es ist jetzt nicht so, dass das Finanzamt mal nicht vorbeischaut oder mal einen vergisst. Nein, das Finanzamt hat totalen Einblick auf eure Google AdSense-Einnahmen, auf eure Amazon-Einnahmen, auf eure T-Shirt-Verkäufe. Die sehen alles und die werden eines Tages kommen. Das Problem, die kommen meistens erst nach 2 oder meistens erst nach 3 Jahren. Das heißt, ihr habt in dieser Zeit, in den 3 Jahren, wo ihr euer YouTube-Kanal aufgebaut habt, vielleicht so habt ihr so einen mittelgroßen Kanal, ihr habt nichts an Steuern bezahlt. Nehmen wir mal an, ein YouTuber verdient 100.000 Euro im Jahr. Das gibt viele YouTuber, die das verdienen. 100.000 Euro, was verdient, welcher YouTuber fällt mir jetzt gerade ein, der das ungefähr verdienen könnte? Auf jeden Fall Commander Krieger verdient zwischen 120.000 bis 155.000 Euro im Jahr. Dazu zählen natürlich die Einnahmen, das sind Nettoeinnahmen, die er ungefähr verdient. Ich kann das per meinem Kanal ableiten. 150.000 Euro, sagen wir mal 150.000 Euro verdient Commander Krieger. Das ist ungefähr eine realistische Zahl. Da ist die Partnerschaft von Elgato Gaming mit inbegriffen. Da ist das ganze Geld von den Links drin, von den ganzen Shops, von der Google AdSense Werbung natürlich selbstverständlich und so weiter. Von dieser Kohle muss er natürlich noch Steuern bezahlen und das sind in der Regel so zwischen 30.000 und 45.000 Euro. So, das ist eine Menge Geld, die man da wirklich zahlen muss. Aber trotzdem bleibt einem YouTuber eigentlich in der Regel noch genug Geld. So, es gibt viele YouTuber, die das gar nicht interessieren und ihre YouTube-Partnerschaft oder ihr YouTube-Dasein gar nicht beim Finanzamt melden. Bei kleinen YouTubern, 2, 3, 4, 5.000 Abonnenten, ist das absolut kein Problem, wenn die Einnahmen relativ gering bleiben. Aber wenn die Einnahmen dann steigen, ne, 500, 600 Euro im Monat, dann kommt das Finanzamt vielleicht nach 2, 3 Jahren, aber nach maximal 4 Jahren und will das Geld zurück. Und das Geld müsst ihr zurückbezahlen. Das Geld müsst ihr zurückbezahlen. Ihr müsst das Geld zurückbezahlen. Und wenn ihr das Geld dann immer verprasst habt für Equipment, für Reisen, für was weiß ich, habt ihr ein Riesenproblem. Weil dann kriegt ihr so einen kleinen Zettel, wo drauf steht, ja, wir verlangen 45.000 Euro Steuern. 50.000 Euro, 60.000 Euro, keine Ahnung. Und das sind vielen YouTubern gar nicht bewusst. Und ich muss euch einfach sagen,
Bevor ich jetzt darauf einkomme, was ein YouTuber verdient und was ich verdient habe, muss ich einfach euch warnen vor YouTube. Bevor ihr überhaupt mit YouTube überhaupt was anfängt, müsst ihr das doch erstmal klären mit dem Finanzamt, mit der Meldung. Es ist alles meldepflichtig in Deutschland. Und wenn ihr das einfach so verharmlost und euer YouTube-Money so verprasst, dann ist das eine gefährliche Sache, weil dann habt ihr irgendwann mal eine richtig hohe Rechnung. Und die Rechnung wird in euer Haus flattern. Und ihr müsst einfach aufpassen. Das Geld gehört nicht euch, 100% euch. Es wird zwar 100% auf euer Konto gutgeschrieben, das AdSense-Geld. Und ihr denkt, ach, das Finanzamt hat mich dieses Jahr vergessen. Nächstes Jahr auch. Die haben bestimmt vergessen, was ich eingezahlt habe. Die wissen doch nichts. Die wissen alles. Die wissen alles von euch. Das Geld von Amazon, was auf euer Konto kommt. Das Geld von Google. Das Geld von euren T-Shirt-Verkäufen. Alles wissen die. Und das ist vielen Leuten einfach gar nicht bewusst. Und deshalb müsst ihr das einfach wissen. So. Was habe ich verdient? Ich habe mehrere hundert Euro verdient auf YouTube. In circa 7 Monaten. Mehrere hundert Euro ist absolut kein Problem. Es kommt immer darauf an, welche Werbung geschaltet wird. Ich hatte so bei 1500 Abonnenten hatte ich schon eine gute Werbeeinnahme, eine hohe RPM, also eine teure Werbung wurde geschaltet. So, irgendwann hatte ich 2000 Abonnenten und es wurde noch teure Werbung geschaltet und ich habe noch mehr Geld verdient. Ne? Und es waren schon so Tage dabei, da habe ich 7, 8 Euro verdient an einem einzigen Tag und das als YouTuber mit ungefähr 2000 Abonnenten. Wahnsinn, oder? Das ist eine Wahnsinnszahl. Und ich kann euch sagen, ein Gronkh verdient locker 10.000 Euro im Monat. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, so 12, 13, 14.000. Sarrazar wird wahrscheinlich bei 10.000 Euro liegen. Und das sind diese Zahlen, die wirklich realistisch sind. Und zwar sehr realistisch. Die stimmen zu mindestens 90%. So. Was habe ich im Monat mit YouTube verdient? Der junge Zocker hat mit YouTube im Monat ungefähr so 29 bis ja teilweise 45 Euro verdient im Monat. So sieht's aus. So sieht's aus, Leute. Das ist das Krasse. Ich hatte auch mal ein YouTube-Video, was 100 Klicks hatte. Es hatte nur 100 Aufrufe. Und dieses Video hat mir über 5 Euro gebracht. Ne? 5 Euro, Leute. Das ist der Wahnsinn. Teure Werbung wurde geschaltet. Die YouTuber verdienen unglaublich viel Geld. 10.000 Euro ist absolut kein Problem. Nur mit der Google-Werbung. Nur mit dieser Werbung auf YouTube. Und dann kommen natürlich noch die T-Shirts-Verkäufe, diese Shop-Verkäufe, die Spenden, die man bei Twitch machen kann. Oder bei, man kann ja YouTubern Geld spenden. Dann kommen die locker auf 25.000 bis 30.000 Euro im Monat. Wahnsinn. Partnerschaften. Dann kommen x Summen zusammen, das hat keiner geglaubt. Aber das Wichtigste ist halt einfach, wenn ihr wirklich mit YouTube Geld verdienen wollt, Finanzamt melden und natürlich, wenn ihr das nicht meldet oder mit eurem YouTube-Money nicht umgehen könnt und wie viel, dann habt ihr ein Problem, weil ihr müsst die Steuern nachzahlen und das ist sehr viel. Und deshalb empfehle ich, Geld mit YouTube zu verdienen, nur Leuten, die sich wirklich auch ein bisschen mit Geld auskennen. Weil ihr müsst halt auch wissen, dass ihr die Steuern zahlen müsst. Und das ist relativ viel, was ihr zahlen müsst. Ab einer bestimmten Summe, wenn ihr die verdient. Ne, wenn ihr 10.000 Euro im Jahr verdient, habt ihr aber wirklich, dann müsst ihr aber wirklich tief in die Tasche greifen. Das sind dann schon mehrere tausend Euro Steuern teilweise. So. Kommt drauf, immer noch drauf an, ne, ob ihr noch nebenbei arbeitet, wie das genau ist. Aber das ist schon eine Menge, die ihr zahlen müsst, ja. Ne. Also müsst ihr immer überlegen, ob ihr das wirklich machen wollt. Ich persönlich wähle den leichtesten Weg. Ich arbeite für mein Geld. Ich arbeite, wie das die Leute schon vor tausenden Jahren gemacht haben. Und das, was auf YouTube ist, das ist kein Arbeiten. Das möchte ich hier nochmal sagen, das ist kein Arbeiten. Ich finde nicht, dass ein Elotrix
sein Geld verdient hat. Er hat absolut sein Geld nicht verdient, weil er nur Dünnsches labert und eigentlich nichts tut. Der ist weder unterhaltsam, der ist einfach nur nervig und die Leute feiern ihn. Warum feiern ihn? Keine Ahnung. Mich interessiert das nicht, ganz ehrlich. Könnt ihn Mist gerne reinziehen. Ich habe nichts gegen die Leute, die den Mist reinziehen. Aber es ist nicht meine Sache, Leute. Keiner aus meinem engen Freundeskreis gibt sich Elotricks. Gibt sich keiner. Die Leute gönnen sich Harald Lesch, Ingo Appel, Rüdiger Hoffmann, Harpe Kerkeling, wirkliche, wahre Künstler. Das sind Künstler in meinen Augen. Komödianten, schlaue Menschen, Ranga Yogeshwar, Frank Elsner. Das sind coole Leute. Revolverheld, Nickelback. Das sind Stars, aber das, was auf YouTube ist, das ist peinlicher Dünnsches. So, egal, Leute. Das war es eigentlich schon. Welle 4. Ich glaube, ich überlebe da nicht mehr. Ich überlebe das nicht mehr. Es sieht jetzt eigentlich auch aus, dass ihr da wirklich auch aufpassen müsst. Geht am besten zum Finanzamt, klärt das Ganze und passt auf jeden Fall auf mit diesem YouTube-Money, weil es ist nicht so, wie ihr immer denkt, mit dem leicht verdienten Geld. Das ist eine Information, die wirklich Gold wert ist und diese Information wird dem einen oder anderen irgendwann mal das Genick retten. Und ich meine das wirklich wörtlich, weil es gibt YouTuber, die haben relativ wenige Abonnenten und laden ein YouTube-Video hoch und das hat plötzlich Millionen von Klicks und die haben tausende Euro Einnahmen und dann kommt plötzlich das Finanzamt irgendwann mal und will tausende Euro zurück an Steuern. Das ist den Leuten einfach nicht bewusst. Deshalb mache ich diese Videos, um euch einfach Tipps zu geben. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, Leute. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, fragt einfach mal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. So. Wie oft habe ich jetzt eigentlich in diesem Video Leute gesagt? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Wort bestimmt schon 20 Mal erwähnt. Egal. Haut auf jeden Fall rein, Guys, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation und 4. Ciao.